Ich möchte mal jetzt was ganz Allgemeines an RetroShare kritisieren. Und es ist ja einfach ein Netzwerk, das auf Anonymität basiert. Und da sehe ich das Problem, dass die Funktionen nicht klar erläutert sind, beziehungsweise den Nutzer nicht genau klar ist, welche Funktion welche Informationen hergibt. Ich habe dazu leider auch noch keine ausreichende Dokumentation gefunden. Also ich weiß Funktionen selber nicht, was die machen. Was ist zum Beispiel die Relay-Funktion? Wer kriegt dann meine IP-Adresse? Dann halt öffentlich, ja, was passiert hier eigentlich genau? Und ja, was halt wichtig wäre, fände ich, zumindest mal eine Anleitung zu erstellen von den Entwicklern aus, wenn ich ein Darknet aufmachen will, also wenn ich mit 10 verschiedenen Personen hier eine Gruppe aufmachen will, ein Forum aufmachen will und wirklich mit dieser RetroShare-Version, die ich da habe, nur mit denen kommunizieren möchte. Gibt es also was für Möglichkeiten gibt es da, um halt, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die IP gar nicht nach außen zu tragen, sondern innerhalb nur von diesen 10 Personen hin und her zu reichen? Beziehungsweise, wenn sie dann nach außen gereicht wird, dass halt sonst außer die IP, also das ist ja nur die Information für Behörden, dann zum Beispiel, da hat jemand RetroShare, das ist ja noch nicht weiter ein Problem. Ja, also wie kann man das einstellen, dass hier genau halt nur minimalste Informationen übertragen werden. Da würde ich mir mal wünschen, dass das irgendwie besser dokumentiert wird. Falls ich da irgendwie was überlesen habe, dann könnt ihr gerne mir hier den Link posten in den Beschreibungen und ganz viele Daumen nach unten machen, beziehungsweise halt vielleicht mal erklären, wie ihr das machen würdet oder ja, was halt die Relay-Funktion zum Beispiel ist. Ich weiß nicht, was sie ist, deshalb habe ich sie einfach ausgeschaltet. Keine Ahnung. Also, ja. Gut. Wenn ihr die Kritik teilt, Daumen nach oben, wenn nicht, wieder mal Daumen nach unten.